Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder und unser SK Sturm. Der hat gewonnen gegen den VfB Hohenems am Ende in der zweiten Runde im ÖFB Cup mit 2:1. Es war doch ein bisschen eine Zitterei, jetzt nicht wirklich so ganz souverän von Anfang bis Ende, aber unterm Strich hat man es dann trotzdem geschafft, eben in die nächste Runde einzuziehen. Und ich finde, unterm Strich trotzdem ja nicht unverdient. Auch wenn man klar Respekt dem Unterligisten, also dem Regionalligisten, da zollen muss. Also die Vorarlberger, die haben sich für ihre Verhältnisse, glaube ich, gut verkauft und waren schon ziemlich auf Augenhöhe in einzelnen Phasen. Also von dem her, ja, ein Spiel, glaube ich, wo beide Fanlager nicht so ganz unzufrieden sein können. Und ja, Sturm hat eben das glücklichere Ende dann für sich gehabt. Gehen wir das Ganze durch. Erste Hälfte, Sturm eigentlich die bessere Mannschaft zu Beginn gewesen. Also da gab es schon zwei, drei gute Möglichkeiten. Ich glaube, wer war da? Friesenbichler, Bahler. Ich glaube, ein Janscher-Schuss war da auch noch. Alles nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, da gab es dann einen Barley-Pass, der nicht ganz angekommen war aus aussichtsreicher Position. Also Sturm hätte relativ früh die Führung schon erzielen können. Hat das nicht getan und irgendwann dann so nach gut 20 Minuten herum ist das Ganze ein bisschen gekippt. Also dann ist schon Hohenems langsam gekommen und die hatten dann auch Möglichkeiten. Also eine Chance, dann ein, ja, nach einer, ich glaube, es war eine Flanke, den 16er, auf jeden Fall gibt es dann einen Kopfball eines Hohenemser Angreifers und Siebenhandel kann den mit Ach und Krach irgendwie noch an die Latte lenken. Ja, dann den Abpraller, den kann Hohenems dann nicht verwerten. Ein bisschen später gibt es dann noch eine Chance, wo dann ihre Angreifer sich so ein bisschen durchtrippelt bei uns im 16er und dann an Siebenhandel im Verbund im Endeffekt dann scheitert. Also da hatten die Vorarlberger auch Möglichkeiten auf jeden Fall, selber in Führung zu gehen. Man muss sagen, in der Phase ist Sturm wirklich so der Spielfaden abgerissen. Da kam nicht mehr wirklich viel von den Blackies und ja, das Ganze ging dann schon auch in die Schlussphase der ersten Halbzeit oder bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit so weiter. Dann aber doch ein Paukenschlag, Elfmeter für Sturm, so ein bisschen aus dem Nichts, aber auf jeden Fall zu pfeifen gewesen, wenn man es genau nimmt. Friesenbichler, ja, wird am Standbein erwischt, während er einen Pass annehmen möchte. Ja, wird dann eben gelegt. Es gibt den Elfer für Sturm und Jakob Janscher macht den ganz souverän rein zum 1:0 für die Blackies. Doch noch knapp vor der Pause. Sowieso Janscher für mich der sicherste Elferschütze seit Jahrzehnten gefühlt. Für mich, bei dem ist, glaube ich, jeder Elfer, seit er zu Sturm zurückgekehrt ist, drinnen gewesen. Und ja, das war eben dann doch die Führung für Sturm. Knapp vor der Paar. Dann, ja, nach dem Seitenwechsel hat Sturm dann auch wieder besser begonnen. Über die linke Seite, also Kuhn bekommt den Ball und Andreas Kuhn, der macht das da richtig, richtig fein, lässt da zwei Gegenspieler aussteigen, also die kommen ihm da einfach nicht nach. Technisch wirklich ein starker Kicker. Dann die Flanke punktgenau in den 16er und völlig frei, muss man sagen, steht dann auch Bekim Barley und macht den mit dem Kopf ganz souverän. Den kann man auch fast nicht mehr verhauen aus der Position, muss man sagen. Zum 2:0 für den SK Sturm, eben wenige Minuten nach wieder Anpfiff. Und ja, da war so ein bisschen die Katze dann doch aus dem Sack, gefühlt zumindest in dieser Phase, denn danach ist für meine Verhältnisse das Spiel doch ein bisschen verflacht, also so Hohenems. Man hat jetzt von den Vorarlbergern nicht mehr so wahnsinnig viel zugelassen, die haben schon probiert. Ja, Sturm hat jetzt auch nicht unbedingt jetzt alles rausgehauen, um irgendwie den dritten Treffer nachzulegen und da, ja, ging das so ein bisschen hin und her für mich, bis in die Schlussphase dieser Partie dann auch wieder. Denn da gab es dann doch noch diese eine Aktion, ja, die das Ganze dann noch ein bisschen wackelig gestaltet hat. Ein Einwurf in unseren 16er und dann ist es Wunderli mit dem Kopf. Und sein Kopfball senkt sich hinter Siebenhandel dann auch ins lange Eck. Und das ist dann der Anschlusstreffer, wenige Minuten vorm Schlusspfiff. Da gab es natürlich noch mal ein bisschen Zittern bei den Blackies. Aber man muss auch sagen, ja, es, richtig passiert ist dann eigentlich auch wiederum nichts. Also von Sturm gab es sowieso offensiv da, ich glaube, einen letzten Schuss. Bin mir nicht mehr sicher, wer den abgegeben hat in der letzten Minute. Der dann knapp drüber ging, aber auf jeden Fall, ja, blieb es dann trotzdem beim 2:1. Also man hat ein bisschen rumgezittert, nicht hundertprozentig seine Topleistung abgerufen, war aber auch nicht nötig. Wie gesagt, Cup-Spiele haben trotzdem ihre eigenen Gesetze. Ich für meinen Teil bin trotzdem nicht unzufrieden. Interessant werden weiterhin die Ligapartien sein. Man ist ins Achtelfinale eingezogen, das war wichtig, auch fürs Prestige.
Und ja, ich denke trotzdem, es hat der Mannschaft sicher Selbstvertrauen gebracht. Und meinetwegen kann es auch gerne, was die Ergebnisse angeht, ja, dann auch positiv weitergehen. Also von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.